Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich war beim ersten Symposium einmal hier und ich war sehr beeindruckt. Ich glaube, ich war einer von drei konventionellen Landwirten. Und dass man eine so gemischte Gruppe habe ich da vorhin noch nie kennengelernt. Und dass keiner den anderen kritisiert, einfach nur, wir reden alle über Bodenfruchtbarkeit und Landwirtschaft. Wie können wir das besser machen? Und das hat mich auch wirklich nachhaltig im Denken dann verändert und nochmal vielen Dank dafür. Ja, wir kommen aus der Lüneburger Heide, also wir sind eigentlich direkt Stadtrand Lüneburg, hier ist Lüneburg und wir sind in der 19. Generation, hier arbeiten wir mittlerweile und wir haben so ein Hofbuch, das ist ganz interessant, wenn man da mal reinschaut. Eigentlich hatte jede Generation so ihre Herausforderungen und wir haben sie jetzt auch mit Bodenfruchtbarkeit, Klima und Biodiversität und wir wollen das gerne angehen. Mein Opa hatte extrem viele Lehrlinge, das war eine Lehrlingshochburg, hatte viele Tiere, Kühe, Pferde, Schweine, war ganz gemischt, Saatvermehrung, also Ackerbau, alles, was es gab. Mein Vater hat dann diese klassische Spezialisierung mit durchgemacht. Er hat dann mit Schweine irgendwann aufgehört, weil das mitten im Ort war und die Gerüche dann doch so stark waren und das war dann halt da hat er aufgehört und er hat dann den Ackerbau auf Schwerpunkt Rübe und Kartoffel gemacht. Und ich habe den Betrieb dann 2011 übernommen und ja, dann ist die Frage, wie machst du weiter, ne? Und dann war man immer so, man wirtschaftete einfach so dahin, also guten Ackerbau gemacht. Und dann kam ja auch immer diese Berater, du musst jetzt mal irgendwie den nächsten Wachstumsschritt machen. Ne? Und da war man immer nervös, ja, ich habe jetzt gerade keine Idee. Und auch andere Kollegen haben Biogasanlage gebaut oder irgendwas groß erweitert. Und da habe ich einfach gesagt, ja, also irgendwann kommt meine Zeit oder meine Ideen. Und das war auch so. Und das sage ich auch hier, den jungen Leuten immer, wenn man gerade keine Idee hat, einfach mal ruhig bleiben. Auf einmal kommt was und dann geht's los. Und das war bei mir meine Frau, die trat dann in mein Leben und genau, also der stand bei Kartoffel, das ist immer noch gesetzt. Und meine Frau hat dann gesagt, Mensch, ich würde gerne was Eigenes machen, hat dann 40 Hühnern in so einen alten kleinen Schuppen aufgestallt. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt fängt wieder einer mit Tieren an hier, und Ackerbau ist auch so schön, das reicht doch. Und das wurde dann doch immer mehr, hat sie so einen kleinen SB-Schuppen auf dem Hof gehabt. Irgendwann hatten wir 100 Tiere. Und dann, ja, die Nachfrage stieg und was wollen wir machen? Und dann kamen diese Berater und sagten, Mensch, wir können doch diese alten Schweineställe, könnte man doch Bodenhaltung machen. Aber irgendwie war das nicht so, was wir wollten. Und dann waren wir auf einer Messe und dann hatten wir dieses Hühnermobil gesehen und haben den auch dann bestellt. Und das läuft so gut im Moment. Wir haben mittlerweile 7 Stück. Und ja, ist schon nahe der Hauptbetriebszweig neben 200 Hektar Ackerbau. Genau, das ist auch alles schick, wunderbar. Die Hühner sehen toll aus. Nur dann irgendwann denkst du, Mensch, die Hühner gehen immer selten raus bei Sonne. Und wenn der Habicht mal da war, dann sah das für uns nicht so schön aus. Und wir haben dann irgendwann angefangen, ja, baust du irgendwelche Hütten, irgendwie so einen ganzen, ja, Plünkram lag da überall rum dann und das gefiel uns nicht so. Du musst ja auch bei jedem mal umsetzen, musst du den ganzen Geraffel mitnehmen und dann sagst du, Mensch, das muss doch besser gehen. Und dann haben wir uns einfach die Frage gestellt, was ist das Huhn eigentlich für ein Tier, wo lebt das eigentlich? Und da kam man drauf, Mensch, das ist ja eigentlich ein Waldtier, das ist ein Waldrandtier, das habe ich mal irgendwo im Fernsehen irgendwo gesehen. Und ja, Mensch, können wir da was machen? Können wir irgendwie Hecken pflanzen oder irgendwas auf dem Acker? Aber ist ja diese Thematik mit Landschaftselementen und ich möchte gerne mein eigener freier Bauer bleiben, der dann, wenn das mal irgendwie nicht klappt, doch mal wieder was wegnehmen kann oder verändern kann. Und da habe ich ja, Google Agroforst eingegeben und dann kam überall Burkhards Seite und da habe ich gesagt, gut, wenn der so oft da steht, dann muss er Ahnung haben. Und dann habe ich ihn einfach mal angerufen und dann haben wir ja, einmal getroffen, geplant und dann haben wir eine wirklich tolle Pflanzaktion gemacht. Wir haben das gleich öffentlich gemacht, einfach mal eine Zeitung und den Kunden gesagt, wollt ihr mithelfen und es kamen wirklich 40 Leute und das war wirklich toll. Also das war
Und dann haben wir alles ausgemessen. Also ich bin an dem Tag noch nie so viel gelaufen. Also wollte es unbedingt zeigen. Man kann alles auch analog machen und nicht digital irgendwie. Aber das war, man lernt auch was. und haben alle wirklich toll durchgezogen. Wir haben dann, also Hauptsache ist Pappelstecklinge, 30 Zentimeter. Und wir haben halt gleich auch schon so ein bisschen diesen Biodiversitätsgedanken war schon ein bisschen da. Ein paar Weiden, einfach vier Sorten einfach, dass wir im Frühjahr schon gleich ein paar Blüten haben für die Bienen. Wir haben einen Verband gemacht, Reihenabstand 2 Meter und in der Reihe mit 1,50. Ne? Das war so, dass, und dann 4 Reihen. Ne? Also 4 Reihen, das ist immer ein Block und davon haben wir 4 Stück gemacht, genau. Und das war 16 und dann denkt man ja erst, Mensch, da kommt ja gar nichts. Ne? Das dauerte lange, aber dann hat der Burkhard auch gesagt, warte mal ab und auf einmal guckst du nach der Kartoffelernte hin und dann waren sie schon über 2,50 die Besten. Und ja, also tipptopp aufgelaufen. Und das ist meine Frau, die ist nicht kleiner geworden, die Bäume sind größer. Und ist schon beeindruckend, was auch so Bäume für eine Leistung haben. Die Größen, die sind ungefähr jetzt so bei 12 Meter im vierten Jahr jetzt. Und es sieht wirklich gut aus. Und das gefällt uns richtig gut. Winter ist ja auch da. Dann ist immer so, Mensch, das Laub ist weg, schade. Da, trotzdem gibt das den Hühnern wirklich einen guten Schutz. Gerade auch vor den Habicht und gerade auch für die so hohe Sonneneinstrahlung. Und hier ist nochmal... Wir hatten dann noch ein paar Stecklinge über und da haben wir auf einen Meter Abstand gemacht. Und da muss man sagen, wirklich bei den Hühnern, man kann auch ruhig auf 2x2 Meter gehen. Wenn man gerade mit diesen mobilen Zäunen hier arbeitet, man kommt da fast gar nicht mehr durch. Ne? Und auch bei 1,50 kann vielleicht ein bisschen knapp sein, wenn man das erste Mal absägt, dann kommen ja meistens so 2-3 Triebe. Und man kann dann ruhig, wenn das Holz nicht Priorität 1 ist beim Ertrag, also bei uns ist wirklich der Lebensraum des Huhnes Priorität 1 und das Holz ist dann über. Also wir haben geplant Mittelumtrieb, irgendwie so 7-8 Jahre. Begrenzender Faktor ist dann, wenn der Habicht oben sitzen kann, dann müssen wir mal parzellenweise runternehmen. Ne? Und wir hatten ja einmal diese Vogelgrippe, wir mussten alles einstallen und das ist auch so eine witzige Geschichte. Wir haben dann einfach Partyzelte geholt und das haben wir dann auch gleich mal in der Zeitung einfach mal bekannt gegeben. Also Hühner im Partyzelt, das war dann auf Seite 1 und das ist auch nochmal so ein bisschen gute Werbung und lustige Werbung und es hat auch gut funktioniert, aber am besten man lässt die Hühner einfach immer draußen, das ist viel besser. Artenvielfalt, wir haben auch artenreiche Mischungen gesät und dass es auch wirklich ein toller Arbeitsplatz ist, also das muss man wirklich sagen, es ist ein schönes Arbeiten, vor allem im Sommer. Und was ich interessant finde, die Hühner, die schaffen es halt durch das Scharren immer wieder diese einjährigen Pflanzen, die schon einmal ausgesamt sind, dass die dann jedes Jahr wieder kommen. Also die Hühner haben halt auch einen Nutzen für die Vielfalt, wir produzieren nicht nur Lebensmittel, sondern auch wirklich Vielfalt, weil der Mohn würde sonst nur einmal kommen und dann, wenn das Gras da ist, würde der Mohn oder Verzehr nicht mehr kommen. Also die Hühner haben auch einen ökologischen Nutzen. Wir haben dann auch nochmal hier bei jeder Haie dann südlich nochmal im Herbst Bärenobst gepflanzt, einfach auch nochmal um Vielfalt und einfach diese Option, wir können was ernten, müssen es nicht, sonst ist es dann für die Hühner und die Vögel einfach im Herbst nochmal eine Vitamingabe. Das ist einfach so, einfach nochmal mehr Struktur, dass man auch so eine Saumstruktur, weil so ist es doch sehr abgehackt, wenn man sagt, man hat hier nur Grünland und da Bäume, dass man einfach nochmal so einen Saum schafft, einfach auch nochmal Ästhetik, aber auch wir können was erwirtschaften da. Und man merkt wirklich, wie diese Artenvielfalt auf so einem Schlag, das ist ein 10-Hektar-Schlag eigentlich gewesen, wir haben auf 5,5 Hektar angefangen, wie einfach auf so einem Schlag diese Vielfalt wirklich mehr wird. Ne? Einfach, wir haben viele Brutpaare hier, im zweiten Jahr waren schon, glaube ich, 6 Nester da drin, Wespennester waren wirklich in diesen Pappeln drin und mit kleinen Sachen kann man wirklich viel machen und es kostet einfach sehr wenig. Also das Ganze ist ja teuer, die ganzen Ställe, aber wirklich diese Bäume nachher, das ist wirklich ein Witz eigentlich. Und
Für uns war es noch ein Vorteil, wir liefern die Eier noch zu einem Edeka und der hat gesagt, Mensch, coole Geschichte, wir sponsern das Baumaterial, also man kann auf die wirklich auch zugehen und dann haben wir da noch eine Unterstützung bekommen, also man kann auch wirklich schön zusammenarbeiten. Ja, so sah es dann im Sommer aus 18, wir haben zwar Berechnungen, aber wir haben gesagt, nee, die Natur muss das hier so machen. Und wir haben viele Mischungen, Grasmischungen gesät und auch mit Kräutern. Und also Luzerne hält wirklich sehr, sehr gut durch, also auch auf dem Sandboden. Schafsgarbe, Rotklee, Spitzwegger und vor allem diese Wegwarte, das sind Pflanzen, die wirklich immer durchhalten. Und auch da dann trotzdem so im Trockenjahr eine hohe Artenvielfalt. Also durch das Franz-Projekt, da haben wir ja auch Schmetterlingsforscher, die da ein bisschen zählen, die sagen, diese Fläche ist wirklich hoch an Diversität. Genau, hier haben wir diese Buschreihen, das sind unsere Hühnermobile und wir haben immer noch eingezäunt und das ist wirklich, wenn man so 7 Ställe hat, das ist also dann irgendwann doch eine furchtbare Arbeit. Am Anfang sagst du, oh, das machst du immer und gerade nach 2 trockenen Jahren, man kloppt mit einem Hammer rum und alles und irgendwann sagst du dir, das ist jetzt furchtbar. Und man wartet immer 3 Tage weiter, weil wir ziehen eigentlich alle 14 Tage um. Und dann, wenn das so dürre ist, na, also übermorgen kommt Regen, ne? Und dann ja noch einen Tag warten, ne? Weil irgendwann muss mal Regen kommen, damit man diesen Zaun wieder besser setzen kann. Und das ist wirklich eine anstrengende Arbeit und das wollen wir jetzt verbessern. Das sind noch unsere Hähnchen, wir haben so ein paar Chicken-Traktors da, ziehen die jeden Tag weiter. Aber auch da sieht man, wenn die einmal ausbrechen, dann, die wollen auch in den Wald. Also die wollen auch Unterschlupf haben. Also da werden wir auch, das ist für uns nicht so, wie wir das haben wollen. Also auch die werden dann nochmal ihren eigenen Wald bekommen, weil Hühner brauchen einfach Schutz. Trockenheit, hier ist eine Stelle, die kommt die letzten 2 Jahre nicht in Gange. Also irgendwann wollen wir da mal mit dem Bagger nochmal gucken, weil das ist, interessiert mich schon, warum das wirklich da so extrem ist auf dem Meter. Und zu viel Weiden würde ich nie machen, weil da gehen die sehr, sehr gerne rein. Wenn die dann doch mal Eier verlegen sollten, das machen sie aber eigentlich nicht, aber doch, dann kommt man da kaum rein, ne? Weil das ist ja extrem dicht. Also man kann so ein paar Elemente machen, aber ich würde nicht nur Weiden machen. Ja, Pflege. Wir hatten noch so einen alten Geräteträger. Ich wollte den ein Jahr vorher schon verkaufen, weil brauchst du eh nicht mehr. Und die alte Rübenhacke, das ist jetzt meine beste Maschine. Da hacken wir auch diese Kürbisse. Da bin ich erstmal dreimal lang gefahren. In der Reihe mussten wir dann mit der Hand noch 2-mal lang. Und nachher, da hatte ich so einen Quad und dann so einen Eckenzinken am Block. Und dann kann man so schnell fahren, bis die Äste einen im Gesicht wehtun. Also, das macht dann richtig Spaß. Und da muss ich sagen, das erste Jahr wirklich doch ein bisschen blank halten, dann haben die Bäume wirklich also Kraft. Ne? Im zweiten Jahr haben wir dann eine Blumenmischung da reingeworfen, dann haben sie nochmal ein Jahr wirklich Untersaat gehabt, danach war dann zu. Ja, nochmal unser Experiment. Im Internet ist ja immer diese Akkuforce, dieses Bild aus Montpellier, glaube ich, mit diesen großen Bäumen, da will ich auch mal haben. War einfach mal eine kleine Idee und dann haben wir da einfach im Herbst einfach mal so mit den Wurzeln rausgehackt und einfach in den Raps hier rein eine kleine Schürze mit Hackschnitzeln gemacht und dann hier nach der Ernte vom Raps einfach mit der Hand noch ein bisschen Blumen und das sieht wirklich toll aus, allerdings die wachsen nicht doll. Also ich glaube doch, dass man sagt, Pappeln müssten Stecklinge, als Stecklinge, das ist jetzt mal ein Versuch und dieser Schutz vom Rewe, das muss wirklich dick sein, weil das war bei uns ein bisschen dünn und da haben die doch ein paar Bäume verfegt, also da muss was Ordentliches hin. Die Planung, man muss erstmal malen. Ne? Ich habe das alles hier ein bisschen gemalt. Das war die erste Idee, so ein bisschen Struktur wie ja, ein konventioneller Landwirt und dann so einen Weg rein. Habe ich mich aber nicht getraut. So, das waren diese Konturen so, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. So, das macht man ja nicht, dass man alles so dreht. Und letztendlich haben wir dann hier, da ist noch eine, haben wir das wirklich so gemacht, damit auch die Kunden, weil die müssen das sehen können. Ne? Einfach, dass sie immer sehen, was sie da bei uns kaufen können. Wenn man alles hier zumacht und da muss man alles immer erklären und so können sie einfach selber sehen, was passiert. Da ist eine Gasleitung, da muss man von abbleiben. Genau, und das ist dann final, so ist es geworden mit den verschiedenen Sachen hier. Und wir haben auch ein paar Walnüsse von Vivian. Die hatten 2-mal Frost im
im Mai und drei Walnüsse waren schon dran, aber die waren kurz bevor sie reif waren, waren sie weg. Naja, hier sind diese Pappelacker und wir haben jetzt gemerkt, mit 6 Stellen, das reicht, 5,5 Hektar reicht nicht, damit das gut aussieht. Also ich möchte einfach, dass es auch grün ist und wir werden jetzt, ist die Planung, auf 10 Hektar vergrößern. Werden den Weg doch wie die erste Planung, also das Bauchgefühl ist, kann man manchmal vielleicht doch vertrauen und werden jetzt feste Zäune machen hier. Das kostet einmal Geld, aber die Arbeit mit diesen kleinen Zäunen, das sind auch so 180 Stunden im Jahr, Arbeitskraftstunden und man wird auch älter, wenn man sagt, und ich möchte gern öfter umsetzen, also jede Woche mindestens und das kann man dann halt beim Eiersammeln schnell machen, ranhängen. 30 Meter vor und fertig. Und so können wir hier auch Zäune machen, mobile hierzu. Und eine Idee ist immer, den Stall in dem Areal hier 2-3 Wochen. Hier, wir haben noch 7 Kühe, da haben wir vielleicht mal abweiden lassen kann und immer wieder springen. Also hier ist ein Mobil da und die Kühe können vielleicht mal so ein bisschen eine zweite Tierart rein, dass man einfach das Gras, was man sonst runtermulchen muss, können die Kühe machen. Ist eine Idee, weil wir jetzt feste Zäune haben und müssen nicht alles mit diesen ganzen mobilen machen. Und diese Zipfel werden Stellen, wo wir diese Pappeln entästen auf 3-4 Meter. Und damit wir auch bei diesen heißen Tagen, weil das ist, finde ich, wichtig, den Stein mal komplett reinfahren können, ne? Dass der wirklich beschattet ist. Weil das ist, die Hühner gehen bei der Hitze wirklich gerne in diese Pappeln, die sind da drin und Pender. Aber wenn sie abends wieder rein wollen, ist der Stall trotzdem noch ganz schön warm. Aber es bringt wirklich was. Also bei Hitze, wir haben 0 Verluste durch Hitzetote. Man kommt entspannter durchs Jahr und man merkt wirklich, ja, also Hühner brauchen einfach Wald. Agroforst auf dem Acker. Wir hatten ja 2 Jahre Hitze und wir haben Beregnung, das ist ja gut, aber immer diesen Wind. Ne? Wenn es heiß ist, ist Wind da. Und jetzt ist so, jetzt traue ich mich langsam, dass wir vielleicht doch mal sagen, wir machen 2 Meter rein Pappeln. Da machen wir erstmal nur 2. Und rechts und links Blühstreifen. Wir haben hier auch schon mehrjährige Blühstreifen an den Kanten. Einfach die Nützlinge fördern. Das habe ich so aus dem Franz-Projekt. Das sieht sehr vielversprechend aus. Und dann ist der Abstand 80 Meter, also 81 Meter. Wir haben die Pflanzenschutzspritze 27 Meter, also 3 Fahrgassen. Und die Berechnung wirft ungefähr 80 bis 85 Meter. Also die Berechnung ist der begrenzende Faktor. Dichter kann ich nicht ran. Ansonsten schieße ich das ganze Wasser immer in den Wald rein. Ne? Und dann kommt hier noch eine Reihe und dann im nächsten Schlag vielleicht nochmal. Also wir können so 60 Hektar, kann ich mir vorstellen. Das ist so... also Ost-West dann Richtung, diese Hauptwindrichtung. Und man muss einfach mal anfangen. Ich bin immer noch nervös, mache ich das jetzt im Frühjahr schon, diese 2 Schläge hier. Aber irgendwie muss man da mal anfangen, weil das tut nicht so doll weh. Und wenn das nicht klappt, dann kann man das wieder wegmachen. Man kann auch wunderbar an den Anfang und Enden kann man ein bisschen Struktur reinbringen, also blühende Büsche. Aber in dem Schlag, es darf halt kein Landschaftselement werden. Das ist einfach so, ich will frei bleiben, weil... Vielleicht sage ich mir in 15 Jahren, es muss alles viel enger und da muss ich doch vielleicht die wegnehmen, nochmal neu anpflanzen, wenn das gar nicht passt, wie ich mir das vorstelle. Das ist mir einfach wichtig. Und bei diese Bärenobstreihen, die habe ich dann im Agrarantrag kodiert als Bärenobsthecke und die sind als Kurzumtriebsplantage jetzt, also 3-mal oder die anderen dann immer in kleinen Einheiten. Also der Prüfer hat immer Spaß, der muss auf der großen Fläche, da sind glaube ich 15 Schläge drauf, ne? Das ist schon langsam Sport geworden, also möglichst kompliziert, damit die Arbeit haben und ich habe meine Freude. Ja. Oh Gott, wir sind bald. Vermarktung, wir haben einen Verkaufsautomaten im Nachbarort. Wir haben angefangen mit dieser kleinen Hütte, mit SB und haben jetzt einen größeren Hofladen, auch auf SB. Man kann alle Produkte, auch die Hähnchen hier kaufen, auf Vertrauensbasis und wir sagen immer, also ihr müsst uns vertrauen, dass wir gute Arbeit machen und wir wollen euch vertrauen, dass ihr das fair bezahlt. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben wirklich tolle Kunden. Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben eine im Büro, die das wirklich gut kann. Also ich kann vielleicht ein bisschen sabbeln, aber ich kriege das nicht auf diese Tastatur. Und ich bin froh, dass ich ihr das erzählen kann und meine Frau. Und die macht wirklich gute Arbeit, eine gute Homepage, dass die Leute wirklich sehen können, was wir machen.
und uns vertrauen, dass wir gute Arbeit machen. Wir sind nicht bio, wir sind konventionell, aber irgendwie ist das alles dazwischen. Wir wollen frei bleiben und mal sehen, was kommt. Vielleicht macht man irgendwann bio, aber wir können auch so erstmal gute Arbeit machen. Das ist so mein Ziel. Genau, Franz haben wir auch noch. Das Projekt, ein ganz spannendes Projekt. Ich habe da sehr viel Kontakt mit Naturschützern, mit Biologen und man lernt sehr, sehr viel als konventioneller Landwirt. Ich habe meine Meinung für viele Sachen geändert. Ich bin da wirklich angefixt. Wir machen auf unserem Betrieb 8 Maßnahmen. Insgesamt bei Franz gibt es 15 Maßnahmen. Und ja, man ist doch schon so ein kleiner Freak geworden und man fordert die auch, wir müssen noch mehr machen. Und dann, nee, wir müssen erstmal forschen hier oder alles zählen. Und es ist eigentlich fast jeden Tag im Sommer einer da. Wenn man da mal irgendwo liegen sollte, irgendeiner findet einen immer. Ne? Und das ist so mein oder unser, ja, so ein bisschen so ein Logo einfach mal. Das war hier, also heute Vormittag einmal schon, einfach Boden, Biodiversität, Klima, das sind eigentlich unsere wichtigen Themen. Die müssen wir einfach mit guten Sachen voranbringen und dann schaffen wir, bin ich überzeugt, gesunde Lebensmittel und da hören wir morgen ja noch einen interessanten Vortrag oder heute Abend und da freue ich mich drauf und das ist so unseres, genau. Und bei 35 Grad Eis essen in den Pappeln ist herrlich und die Hühner neben einem erzählen dann immer eine schöne Geschichte. Vielen Dank. Ich habe was gebracht, weil der Ansatz war ja, weil der Habicht immer die Hühner weggeholt hat, da hast du gar nichts so gesagt, ob das ja wirklich auch was gebracht hat. Doch, also es ist weniger geworden. Gut, der holt sich seinen Anteil. Das ist die Natur. Der hat ja 12 Stunden Zeit am Tag. Ne? Aber es ist weniger. Also die Hühner können halt wirklich gut flüchten. Stall oder Pappeln. Ne? Ja. Wie genau habt ihr jetzt diese Zäune, ich habe das nicht verstanden, wie ihr die Zäune durch die Bäume, also wie genau da der Plan ist? Ja, ja. Also wo die Zäune langlaufen letztlich, weil es gibt ja eine Reihe Pappeln und ja, ja, also wir zäunen immer ein bisschen Pappeln mit ein und es war so ein bisschen unstrukturiert. Ich hatte da nicht so genau einen Plan und wir haben einfach angefangen und immer irgendwo so hin. Und das ist halt auch jetzt das Manko, wo wir sagen, wir wollen diese Stelle jetzt freilaufen lassen da, also freifahren lassen, damit wir alles schön beweiden können. Ne? Und wir haben immer halt immer einen Teil Pappeln mit eingezäunt, dass wir 2/3 Weide und 1/3 ungefähr dann Pappelstreifen. Was macht er mit dem Fuchs? Ja, wir haben also ringsherum einmal komplett fest eingezäunt, das haben wir selber gemacht. Da lernt man auch, also wir haben 30 in die Erde rein, aber der Fuchs im ersten Jahr sagt er, nee, schaffe ich nicht. Im zweiten Jahr ist er oben rüber, da haben wir erstmal da Strom. Und dann im dritten Jahr ist er drunter. Ne? Und jetzt machen wir halt wirklich, also Fuchs noch einmal auf und legen nochmal 80, also waagerecht. Man muss waagerecht, weil der Fuchs, der hat Zeit und kommt auch nachher 50 drunter. Ja. So. Ich habe noch eine Frage zur Beerntung der Pappel. Also wie funktioniert das nochmal? Werden die dann auf einmal weggenommen oder Einzelbäume rausgeholt? Weil du hast vorhin gesagt, wenn es so groß ist, dass der Habicht drauf sitzen kann, kommen sie weg. Aber ja, wie? Nee, wir würden dann blockweise, ne, das würden wir dann, entweder nehmen wir 2 rein, also dass immer 2 stehen bleiben noch, oder wir nehmen halt Block, das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Und dann werden wir entweder macht es die Försterei mitten hier, Harvester, weil das sind ja Einzelbäume, die werden ja nachher, wenn sie noch 4 Jahre wachsen, 40, vielleicht schon dick sein. Oder wir machen es also händisch, ne? Also ablegen und dann auf dem Haufen und dann schreddern. Und wir haben noch keine Hackschnitzelheizung. Entweder machen wir das oder wenn man vielleicht doch nochmal irgendwas mit Pflanzenkohle macht oder irgendwie Bodenaufbau. Also ich habe jetzt noch nicht so richtig diese Verwertung, aber 3 Jahre habe ich ja noch Zeit. Ne? Ja, also die sprießen wieder aus. Man kann gut für, wenn man sagt, man will diese Brutvögel also helfen, einfach mal mit einer Säge so 10 Bäume einfach mal auf einen Meter einfach mal absägen, auch ein kleiner Stamm, der sprießt dann mit 4, 5, 9 Trieben raus und da gehen sofort also Vögel und Nisten da. Das war bei uns auch. Wir haben ein paar abgesägt, also das ist ja ganz einfach. Wenn man da langfährt, einmal 10 Stück so ein bisschen kappen, das sehen die gleich. Du meintest vorhin, dass du von der Anlage her flexibel bleiben möchtest und deswegen vermeidest, dass es ein Landschaftselement wird. Ja. Könntest du mir erklären, was ein Landschaftselement ist? Wann wird es ein Landschaftselement? Ja, genau. Also Landschaftselement ist ja
eine Hecke, eine Naturhecke oder eine Baumreihe mit mehr als 5 Bäumen, also Einzelbäumen. Und dann muss man das eintragen im Agrarantrag und dann darf man das nicht mehr wegnehmen. Und als Landwirt ist ja so, ja, man auf seinem Grund und Boden, ich lasse gerne garantiert auch Bäume stehen und würde auch gerne mal Naturhecken auf meinem Grund, aber irgendwie so dieses, dass man frei bleibt, dass man mal doch wieder 3 Meter wegnehmen kann, weil das da stört, dann pflanze ich halt woanders. Aber dieses Nachfragen irgendwo anders, ja, ne, das ist einfach nicht einfach. Und genau, und das ist halt das Problem mit diesen Einzelbäumen, Agroforst, was wir da gemacht haben auf dem Acker, das wäre eigentlich ein klassisches Landschaftselement, das haben wir halt als Kurzumtrieb 2x300 Meter. Gucken wir mal, ob es durchkommt, wenn der Prüfer kommt da. Ich habe noch mal eine Frage zu den Hühnern. Also es sind ja reine Legehennen, ja, die ihr wahrscheinlich im 2-jährigen Rhythmus dann durchtauscht. Was macht ihr mit den Hennen, die sozusagen Legeleistung nachlassen? Wie entsorgt ihr die? Ja, oh, das ist ein tolles Produkt. Also wenn man erkältet ist, Suppenhühner. Also wir verkaufen teillebend hier an Leute, die noch einen Garten haben und ein paar Hühner haben wollen. Und der Rest wird als Suppenhuhn verkauft und das wird immer mehr. Also wir können genau sehen, wann die Grippewellen kommen. Im Sommer war hier eine kurze und im Herbst und so. Das kann man alles genau sehen, weil dann kaufen die Kunden dann diese Suppenhühner. Das wird wieder mehr. Also ja, genau. Das war im ersten Jahr ein bisschen knapp noch, aber deswegen wollen wir auch diese kleinen Einheiten behalten. Weil einfach die kriegt man gut verkauft. Ja, hier die letzte Frage. Dankeschön. Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht mehr mitbekommen habe. Warum habt ihr euch für Pappeln entschieden? Und die andere Frage, wie lange hält ihr die Hühner auf einem Stück? Also was ist das Kriterium dafür? Ja, also die Pappeln waren einfach, dass es schnell wächst und einfach auch, dass ich als Kurzumtrieb habe ich nur bestimmte Bäume. Ne? Ich kann Eiche, Birke, Buche, glaube ich, und Pappelweide. Und dann hört es doch bald auf. Und ja, wir wollten was, was schnell wächst. Also Eiche, da wäre ich zu ungeduldig, wenn das erst in 20 Jahren irgendwo groß ist. Und ja, es wächst gut und es ist auch Lebensraum für Tiere, also Vögel und auch Insekten. Das kann man sehen. Es geht besser, ne? Das ist so. Aber das ist jetzt unser Schritt und vielleicht kommt noch mehr Vielfalt rein. Ne? Also man traut sich da auch so ran, wie man das, ja, das ist ein Weg, ne? Was du, genau. Und wir machen, also wir setzen den Stall im Moment alle 10 bis 14 Tage um, mit diesem mobilen Zaun immer. Und genau, jetzt wollen wir halt mit diesen festen Zäunen halt dann diesen Stall ohne mobile Zäune. Und dann können wir wirklich sagen, alle 7 Tage oder wenn man sagt, irgendwie ist das Gras so knapp, kann man auch mal alle 3 Tage, weil dann ist es so eine Arbeit für nebenbei. Man ist eh da.